Yo, ein fruchtiges Willkommen zu einer kleinen Runde Minecraft Event Server. Wir spielen, ups, ich habe Steve geschrumpft. Ja, wie man vielleicht schon sieht, wurden wir geschrumpft und befinden uns quasi in einem riesengroßen Raum. Ja, der ist echt riesig. Und ich hoffe, hier gibt es keine Riesenspinnen. Das ist mein einziger Punkt. Auf jeden Fall ist das Ganze ein kleines Geburtstagsevent, was veranstaltet wird von dem lieben Super Trooper Hans. Da verlinke ich euch auch mal in der Videobeschreibung den Kanal von ihm. Könnt ihr gerne mal raufschauen. Und dort und auch in den Videobeschreibungen findet ihr natürlich alle Informationen zu diesem Event, die irgendwie wichtig sind, falls ihr das selber mal spielen wollt oder so. Ja. Ich bin echt gespannt, was mich hier erwartet. Es sieht auf jeden Fall schon mal recht interessant aus. Das Grundspielprinzip besteht quasi daraus, man muss in den Räumen immer so eine Geschenke finden. Da ist zum Beispiel so ein Geschenk und da auch. Und wenn man genug Geschenke hat, dann kommt man quasi in die nächsten Räume. Zum Beispiel bei 10 Geschenken in den Flur, 25 Geschenke Wohnzimmer, 45 Geschenke Badezimmer und so weiter. Und es gibt noch versteckte Räume und noch Erfolge, die man finden kann und so weiter. Bevor ich jetzt hier aber alles erkläre, er hat sich extra die Mühe gemacht und hier so ein Menü erstellt. Man kann sich hier quasi zum Spawn zurück teleportieren. Man kann ein Texture Pack auswählen, da werde ich gleich noch mehr zu sagen. Effekte, man kann hier voten. Die Regeln und ein Tutorial hat er sich extra gemacht. Das wollen wir uns natürlich mal anschauen. So, jetzt sind wir in dem Tutorial drin. Es gibt leider einen großen Kritikpunkt, der ist mir jetzt schon aufgefallen bei diesem Server, wo ich nicht ganz verstehe, warum das so gemacht wurde. Dies kann benutzt werden: Hebel, Button, Druckplatten, Teleportschilder, Türen aller Art. Ja, einfach ganz normales Benutzen wie immer, ne? Hier kannst du das Texturenpaket herunterladen. Ja, ihr könnt entweder slash texture, was bei mir irgendwie komischerweise nicht funktioniert, oder halt hier über dieses Menü das Texturenpaket aufrufen, da dann einfach raufklicken, dann öffnet sich die Seite, wo ihr das runterladen könnt. Und dann müsst ihr das nur noch in den Ordner reinschieben. So, hier. Hier könnt ihr auch den Ordner öffnen und da das quasi dann reinschieben. Event.zip Geburtstag Event Textur. Finde ich auch sehr cool, dass er extra ein Texture Pack dafür gemacht hat. Bitte lesen. Leider mussten wir alle bisherigen erspielten Erfolge und Geschenke zurücksetzen. Wir bedauern diese Pannen. Danke für euer Verständnis. Das kann man leider ein bisschen schlecht lesen. So. Ja, mich hat es aber nicht betroffen, weil ich erst heute angefangen habe zu spielen. Chatbefehle. Ja, da sind nochmal alle Chatbefehle aufgezählt. Die werde ich jetzt nicht alle vorlesen. Und dann kommen wir zu den Geschenken. Und das sind quasi die Geschenke, die ihr auf der Map findet. Die müsst ihr einsammeln. Und ihr braucht halt eine bestimmte Anzahl an Geschenken, um in den nächsten Raum zu kommen. So. Und dieses Geschenk habe ich bereits eingesammelt. Und ich kann es in 22 Minuten erneut einsammeln. Ich glaube, 45 Minuten hat das Ganze Zeit, um es erneut einzusammeln. Und es funktioniert auch. Ich habe mittlerweile 3 Geschenke eingesammelt. Und das finde ich halt ein bisschen komisch gemacht, weil es geht darum, dass man möglichst viele Geschenke einsammelt, um in den nächsten Raum zu kommen. Und man kann sich im Endeffekt immer wieder das gleiche Geschenk holen. Das finde ich ein bisschen seltsam, aber wird sich wohl was bei gedacht haben. Regeln und Verlosung. Bitte halte dich an die Regeln für den Chat und die Map. Benutze Slash-Regeln für Details. Viel Spaß und Erfolg zum Spawn. Ja, wir werden uns natürlich die Regeln auch nochmal kurz anschauen. So, hier. Spielregeln. Nicht griefen, Fehler auf der Map melden, kein Bug-Using. Ja, sollte, denke ich mal, klar sein. Hält sich leider nicht jeder dran. Chatregeln. Keine Beleidigung, keine Werbung, kein Caps Lock, kein Spam. Hält sich leider noch weniger Leute dran. Folgen. Ja, man wird entweder mit der Chatsperre bestraft, Verwarnung und dann Chatsperre, Bann. Und beim zweiten Account wird man auch sofort gebannt. Das heißt, man darf an diesem Event nur mit einem Account teilnehmen. Weil man kann bei diesem Event auch noch eine Kleinigkeit gewinnen. Verlost werden Geldpreise für ein Nitrado-Konto. Barauszahlung leider nicht möglich. Du musst zur Teilnahme mindestens 10 Geschenke finden. Die drei Spieler mit den meisten Geschenken gewinnen. Bei mehr als drei Spielern entscheidet der Zufall. Unter allen anderen Spielern ohne die drei Gewinner wird fünfmal ein kleiner Trostpreis verlost. Das heißt, Plätze 1 bis 3 kriegen etwas höhere Preise. Und alle anderen, die teilgenommen haben und mindestens 10 Geschenke haben, gewinnen immerhin mit Glück. Ich glaube, 5 Euro Nitrado-Guthaben ist das. Insgesamt verlost er über 100 Euro Guthaben.
Das ist auf jeden Fall nicht wenig. Und hier sehen wir gerade schon mal Geschenk. Das hatte ich vorhin schon mal eingesammelt. Das war das zweite Geschenk, was ich eingesammelt hatte. Ich habe jetzt quasi beide zweimal eingesammelt. Und das finde ich ein bisschen sehr seltsam. Vor allem, wenn man die drei Spieler mit den meisten Geschenken gewinnen. Man muss sich nicht mal die Mühe machen, um in die anderen Räume reinzukommen, sondern man kann quasi jede 45 Minuten die Geschenke einsammeln. Das finde ich ein bisschen seltsam. Das werde ich natürlich jetzt nicht die ganze Zeit machen, sondern ich möchte was von der Welt erleben. Und ich möchte die Welt auch erkunden. Deswegen werden wir uns hier natürlich mal umschauen. Ich werde das Ganze wahrscheinlich in mehrere Folgen irgendwie aufteilen. Ich werde jetzt aber nicht das Ganze schneiden oder so. Also jetzt nicht im Vorfeld sagen, hier ist die Folge zu Ende oder so, sondern einfach mal ein bisschen umschauen. Hier kommt man hoch. Ich weiß nämlich nicht, ob das mit den Geschenken so beabsichtigt war, dass das so von vornherein geplant war, dass man es immer wieder machen kann. Ja, die kann man alle nach 45 Minuten erneut einsammeln und das finde ich ein bisschen seltsam gemacht. Muss ich echt sagen, das finde ich ein bisschen... Dann sollten sie die Preise lieber alle per Zufall verlosen. Muss ich ihm nochmal Bescheid geben. Auf jeden Fall... Gucken wir mal weiter. Ein Riesengeschenk. Gut. Was ist das da? Verkehrsmittel. Bitte einsteigen. In den Flur. Ja, wir benötigen mindestens 10 Geschenke. Da ist ein Geschenk. So. Was ist das hier überhaupt? Da läuft irgendwie Wasser aus. Ach, das ist ein Becher. Ach, das ist so ein Becher, der umgekippt ist. Da läuft deswegen das Wasser raus. Ah, cool. Das hier ist, glaube ich, ein Ball, ne? Rex. Ach, der hat einen Hund. Das ist sein Hundekörbchen. Das ist sein Knochen und ein Hundekörbchen. Cool. Oh, Shadow Prince. Hey. Bin ich mal alleine. Ja, und er hat mittlerweile 115 Geschenke aufgesammelt. Und da ist noch eins. So, was ist hier? Spinnenweben. Ich hoffe echt keine Spinnen. Und da geht's hoch. Cool. So, was ist hier? Nichts. Nicht runterfallen, Junge. So. Da ist ein Geschenk. Das ist eine Stehlampe. Also so eine Tischlampe, genau. Da geht's runter. Was ist das hier? Keine Ahnung, was das darstellen soll. Da geht's rein in den Schrank. Ich habe schon mal irgendwann so eine Map gespielt, wo es auch so Riesenräume gab. Damals war es aber eine Toy Story Map, das fand ich auch ganz cool. Aber das hier ist halt selbst erstellt alles. Großer Geschenkeberg. Passiert nichts. So, und jetzt könnten wir rein theoretisch schon in den nächsten Raum. Obwohl wir gerade mal, ich glaube... Oh, da ist auch ein Geschenk auf dem Bett. Boah, da will ich nicht runter. Ich möchte jetzt gerne trotzdem irgendwie hier raus. Ich möchte auch aufs Bett. Ja, muss ich wohl wieder außen rumlaufen, ne? Ja, die Decke ist natürlich nicht richtig, aber dadurch ist das Ganze hier ein bisschen heller drin und das finde ich ganz gut gemacht. Ich glaube, das überleben wir nicht, wenn wir da runterspringen, oder? Ach, man kriegt keinen Fallschaden. Gut, dann hätten wir auch gleich springen können. Wo kann man denn? Ach, da vorne kommt man hoch. Habe ich gar nicht gesehen, eben beim Vorbeilaufen. Wupp, hüpf, hüpf, hüpf.
Au. Verdammt. Uah. Verdammt. Ja, mit Sicherheit. Verdammt, man kann nicht schummeln. Guck mal. Nö, klappt nicht. Ja, aber wir haben sowieso zwei Geschenke im Voraus. Ich will jetzt hier nicht ewig mit Jump'n'Runs. Viel Glück oder Talent. Gut, hier ist schon mal ein kleines Jump'n'Run. Ach, da kommt man dann zum zweiten Teil. Ach, da wird man dann wahrscheinlich hier hinten raus teleportiert irgendwo. Hier drauf, genau. Das ist aber fies, ne? Wenn man im zweiten Teil abstürzt, muss man den ersten Teil nochmal komplett neu machen. Ja. Ich bin halt nicht so der Jump'n'Run-Freund. Kommt man denn hier trotzdem hoch? Da ist auch nochmal schön Jump'n'Run. Da habe ich im Moment genug vom Nitrado-Oster-Event, deswegen werde ich hier nicht groß Jump'n'Runs machen. Hä? Komme ich denn da oben aufs Bett und so? Hallo? Doch nicht über das Jump'n'Run, oder? Bitte nicht. Da geht's auch noch rein. Ein kleines. Da drüben ist auch noch was. Auf der Blume waren wir auch noch nicht. Ist das Käse? Ist das ein Mauseloch mit Käse? Was? Was? Hilfe? Hilfe. Ach nö, so. Gleich mal so ein Labyrinth erwischt, oder was? Ich muss mal wieder meinem Prinzip nachgehen. Immer an einer Wandseite halten, weil dann kann man sich eigentlich nicht verlaufen im Labyrinth. Ja, Geschenk Nummer 11. Möchte ich aber raus aus dem Labyrinth. So, da geht's auch nicht weiter. Ah, toll. Und ja, Sieg wird gefunden. Toll, man kann nur eins davon nehmen. Gib mir das da. Wir haben eine Axt gefunden. Cool. Die Axt hast du schon mal gefunden. Teil 1. Gibt es noch Teil 2? Keine Ahnung, wie ich jetzt in Teil 2 komme. Cool. Wir haben eine Axt. Wir sind der Axtmann. So, das ist das nächste Geschenk. Und ich finde es halt, ich fände es echt besser, wenn man jedes Geschenk nur einmal finden könnte, weil dann muss man sich die Mühe machen, um wirklich überall hinzukommen und nicht einfach nur immer wieder die gleichen Geschenke einsammeln. Da geht's hoch. Ich werde mir trotzdem natürlich alles mal hier anschauen. Auch wenn wir schon lange in den nächsten Raum könnten. Der hat sich so viel Arbeit hier gemacht. Wo ist denn der Typ eigentlich hin? Ja. Kann man schummeln? Oder haben wir das erwischt? Weiß es gar nicht. So. Jump'n'Run. Ich hasse Jump'n'Runs. Glaube, dafür ist es noch zu früh am Morgen. Nein! Ja, noch viel zu früh am Morgen. Ja, das war quasi das erste Zimmer, ne? Das meiste hatten wir gefunden. Konnte man auf die Heizung noch rauf? Ich glaube nicht, nur auf die hier, ne?
Aber aufs Bett waren wir noch gar nicht gekommen, ne? Wie kommen wir denn aufs Bett? Da möchte ich gerne auf jeden Fall nochmal rauf. Wie kommen wir denn aufs Bett? Das ist jetzt die Frage. Ich hoffe nicht übers Jump'n'Run. Ah, hier kommt man hoch. Ah. So. Doch, da müssen wir rein, ne? Da oben geht's zur Uhr. Kommen wir da rüber? Nein. Aber da oben ist die Uhr, ne? Es gab auch eine Special, glaube ich, mit einer Uhr. Ja. Wo ist die Zeit nur hin? Es gibt allein schon mehr als 10 Teile hier in dem ersten Raum. Da oben wären wir noch aus Bücherregal gekommen und da hätten wir dann weiter, Alter, ewiges bis da hinten zur Tür. Okay, das ist ja. Ja, da ist noch eins. 20. TSH. Super Trooper Hans. Ah. In den Flur. Auf geht's in den Flur. Der Flur. Neue Location. Hier stehen überall Autos rum. Zurück in den. F Ich komm nicht weiter. Ach, da müssen wir dann rein in den Keller. In den Knast, da möchte ich unbedingt noch rein. In den Garten. Ich möchte am liebsten mal in jeden Raum auf jeden Fall. So, da geht's hoch. Da geht's rein. Oh, ein kleines Labyrinth hier drinne. Glaub, da kommt man wieder dahin, wo wir herkommen. Ja. So, da geht's hoch. Och nö. Oh, cool. Ich krieg einen Drehwurm. Habt ihr eine Fackel vergessen? Da auch. Ja, da sind wir draußen. Und das nächste Paket. Was ist das hier? Ein Bücherregal oder so, ne? Das ist eine Kerze. Ach, hier sind wir doch reingeklettert, ne? Gut. Dann waren wir da oben auch. Ich muss gerade mal kurz was nachgucken. Ja, ich werde hier trotzdem mal kurz eine kleine Pause machen, damit ich diese Folge auf jeden Fall schon mal heute hochladen kann. Bis nächstes Mal dann.